Hallo, hier ist Muho. Der nächste Kommentar bezieht sich auf ein Video. Da ging es um das Gefühl, so in der Mitte des Lebens, dass die beste Zeit eigentlich schon vorbei ist. Also Ende 30, Anfang 40. Da ist zwar noch die zweite Halbzeit sozusagen, aber irgendwie fühlt man sich müde in den Beinen und die Torchancen sind eigentlich schon alle vergeben worden. Man hat nicht das Gefühl, dass man das Spiel nochmal rumdreht. Ne? Und auch die Zeit vergeht eigentlich immer schneller und schneller und schneller. Und man hat nicht mehr die Kraft und die Möglichkeiten, die man früher so hatte. Ne? Also kurz gesagt, Midlife Crisis. Ne? Ein Video, das, wenn ich es nicht vergesse, verlinken werde, aber ihr findet es vermutlich, ne, wenn ihr zum Beispiel nach zweite Halbzeit, ne, oder Lebenshalbzeit guckt. Wie dem auch sei, der Kommentar zu diesem Video lautet: Ich kann die Gedanken des Fragestellers sehr gut nachvollziehen. Vermutlich können das die meisten von uns, die schon mal da waren, ne, an diesem Zeitpunkt, zweite Halbzeit, ne, Mitte des Lebens. Wenn mich solche Fragen überkommen, schreibt der Kommentar weiter, sage ich mir, dass Älterwerden immer noch besser ist als die Alternative. Eine Alternative, die ihr hier nicht wörtlich benennt, aber vermutlich meint er den Tod. Ne? Also Leben, Altern, Krankheit und Tod, das sind die vier Wirklichkeiten unserer Existenz, im Buddhismus zumindest. Ne? Also nach dem Altern, was kommt da? Krankheit und Tod. Ne? Also immer noch besser eine zweite Halbzeit als das Spiel ganz vorbei. Ist, glaube ich, das, was der Fragesteller hier sagen will. Ne? Glück, dass ich mit Ende 30, Anfang 40 noch am Leben bin, denn ich hätte ja auch schon vorletztes Jahr gestorben sein können. Ne? Meine Mutter ist gestorben mit 37. Das kommt vor. Ne? Insofern ja. Besser alt werden als die Alternative. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, ja, Alternative, Gedankenexperiment, wie wäre es, wenn die Alternative zum Älterwerden nicht der Tod wäre, sondern dass du mit jedem Tag einen Tag jünger wirst. Das heißt, du hättest zum Beispiel mit 40 die Wahl, den Rest deines Lebens, jeden Tag, einen Tag, älter zu werden. Irgendwann wirst du krank und du stirbst. Ne? Und was dann nach dem Tod passiert, weißt du nicht. Oder du kannst dir aussuchen, als Alternative, dass du jeden Tag einen Tag wieder zurückgehst sozusagen, dass du dir den Film nochmal angucken darfst, aber jetzt rückwärts. Und du wirst immer jünger und jünger, dann wirst du nochmal 30, nochmal 20. Du durchlebst deine ganze Jugend nochmal, bis du nochmal zum Kleinkind wirst und am Ende kehrst du zurück in den Bauch der Mutter. Und wo du dann hinkommst, wäre natürlich eine große Frage, ne? Normalerweise stellen wir uns die Frage, wo wir eigentlich herkommen, wer wir waren, bevor wir geboren wurden, nicht so intensiv, ne, denn es ist ja schon vorbei. Eher machen sich die Leute Sorgen darüber, was nach dem Tod passieren könnte. Aber wenn du jetzt nochmal die Reise zurück antrittst, wäre natürlich die große Frage, ja, und was war ich, bevor ich dieser Fötus war? Ne? War ich da eine noch unbehauchte Seele in der Schublade im Schreibtisch Gottes, die er im Fall von Muho 1968 dann in irgendeinen Fötus dann reingesteckt hat? Oder wer war ich eigentlich? Ne? Aber okay, das könnten wir vergessen. Also die Frage, was du vor deiner Geburt warst, jetzt mal beiseite. Angenommen, du hast diese zwei Möglichkeiten. Ne? Du musst diese zweite
Halbzeit deines Lebens, die du noch nicht kannst, die du noch nicht kennst, aber von der du dir vorstellen kannst, dass sie weit weniger erfüllend ist als die erste Halbzeit. Du lebst die ganz normal, ne? Müde wie du bist. Oder du darfst nochmal sozusagen rückwärts die erste Halbzeit erleben. Und mit jedem Tag wirst du einen Tag jünger. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch dann sagen würden, ja, ja, auf alle Fälle, ich will mir nochmal die erste Halbzeit rückwärts angucken, ne? Wenn ihr sagt, auf alle Fälle, dann habt ihr wahrscheinlich ein sehr, sehr glückliches erstes halbes Leben gehabt, ne? Wenn ihr sagt, lieber als diese zweite Halbzeit, die ich noch kenne, will ich die erste nochmal erleben. Ich wäre mir persönlich da nicht so sicher. Ich wäre wahrscheinlich eher gespannt auf die zweite Hälfte des Films, als mir die erste Hälfte nochmal anzugucken. Obwohl ich auch mit der ersten Hälfte nicht so unzufrieden bin, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, wenn ich nach meinem Tod gefragt werden würde, vom lieben Gott, willst du das Ganze nochmal machen, ne? Ja, okay, ne? Vielleicht. Wobei, naja, zwei, dreimal würde ich sagen, maximal, ne? Irgendwann hätte ich dann wahrscheinlich auch genug. Obwohl ich mich ja nicht dran erinnern kann, wie oft ich dieses Leben schon erlebt habe. Also es könnte ja sein, dass ich heute hier vor der Kamera sitzend das schon zum 100. oder 200. Mal gemacht habe, dass ich diesen Dezembertag, den 11. Dezember 2021 schon hunderte oder tausend Mal durchgelebt habe und ich kann mich nur nicht dran erinnern. Insofern hat jetzt wieder zu tun mit dem Thema Wiedergeburt. Und ich bin da total offen und agnostisch. Also ich habe keine Meinung in die eine oder andere Richtung. Aber ich glaube, ich könnte auch mit der Wiedergeburt leben, denn ich habe es ja irgendwie geschafft durch die erste Halbzeit und ich habe es durch die zweite Halbzeit geschafft. Insofern sollte sich das Ganze nochmal wiederholen. Selbst wenn es sich ewig wiederholt, ich merke ja nicht, dass es sich ewig wiederholt. Insofern, okay. Noch eine Frage. Ich weiß, meine Frage ist völlig deplatziert und womöglich haben Sie sich dazu schon geäußert. Es ist banal, aber es treibt mich um. Wieso haben Sie Ihre Funktion als Abt im Kloster Antaichi niedergelegt? Ich finde das ungewöhnlich. Das ist tatsächlich eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde in den letzten zwei Jahren oder so. Ich habe dazu auch geschrieben in dem Buch Der Mond leuchtet in jeder Pfütze. Da erkläre ich das auch. Was mich halt immer wieder überrascht hat, wie oft ich das gefragt habe und warum das die Leute so interessiert. Beziehungsweise, wieso findet das jemand ungewöhnlich von den neuen Äbten in der Geschichte von Antaichi, also die Echo ist jetzt die 10. Aber von den 9 war ich der, der das am längsten gemacht hat. Der Uchiyama war nur für 10 Jahre ab, dann ist er abgetreten. Sein Nachfolger, der Watanabe, hat es für 12 Jahre gemacht und er war 43 oder so, als er abgedankt hat und dann nach Italien gegangen ist. Und mein Meister war für 15 Jahre ab, ich war es 18 Jahre. Also ich war derjenige, der es am längsten gemacht hat. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das stört oder überrascht oder warum die das ungewöhnlich fühlen. Also ich habe das so ein bisschen ironisch mal ausgedrückt, als der Papst vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, Benedikt Papst wurde, titulierte ja die Bild-Zeitung Wir sind Papst und alles freute sich, Und dann gab es vielleicht auch einige, die ein bisschen enttäuscht waren, als der Papst sozusagen das Handtuch geschmissen hat, gesagt hat, ich höre jetzt auf. Denn plötzlich
sind wir nicht mehr Papst, sondern Argentinien ist Papst, ne, um Gottes Willen. Und jetzt sind wir nicht mehr Abt von Antaishi, sondern da ist wieder Japan und dazu noch die Frauenmannschaft. Äbtissin von Antaishi, um Gottes Willen. Warum hätte der Muho das nicht noch ein paar Jahre länger machen können? Ne, also darüber habe ich gesprochen, wenn du dir den Anfang dieser Videoserie anguckst, ne, also am Anfang dieser täglichen Zen-Häppchen habe ich darüber gesprochen. Es gab auch vor einem Jahr, ich glaube um dieselbe Zeit, Dezember 2020, da habe ich ein Gespräch mit Frage- und Antwortteil mit dem Zen-Dojo Bonn durchgeführt. Könnte sein, dass der Frage- und Antwortteil auch geschnitten wurde, ne? Und es könnte sein, dass diese Frage im Frage- und Antwortteil vorkam und insofern nicht auf YouTube zu finden ist. Ne? Aber du findest meine Antwort und im Grunde habe ich es ja gesagt. Ne? In dem einen oder anderen Interview. Ne? Ansonsten danke für die Frage. Ne? Aber meine Frage an dich wäre halt, ja, und warum ist es eine Frage für dich? Ne? Bist du denn Abt in einem Kloster und stellst dir dieselbe Frage? Vielleicht sollte ich abdanken? Vielleicht sollte ich so machen wie der Muho? Ich fürchte oder ich glaube nicht. Ne? Insofern ist es eigentlich keine Frage für dich, oder? Danke fürs Zugucken, danke fürs Fragestellen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.